An ihrem 20. Geburtstag nehmen eineiige Zwillinge an einem Experiment teil. Terra bleibt auf der Erde, während Stella an Bord eines Raumschiffs geht. Stellas Schiff liegt mit 86,6% der Lichtgeschwindigkeit zu einem 10 Lichtjahre entfernten Stern und wieder zurück. Während der Vorbereitung fragen sich die beiden, wann sie sich wiedersehen. Da ein Lichtjahr die Entfernung ist, die Licht in einem Jahr zurücliegt, sollte Stellas Reise 23 Jahre dauern. Aber durch ihr Studium der speziellen Relativitätstheorie wissen sie, dass es komplizierter ist. Erstens, je schneller sich ein Objekt durch den Raum bewegt, desto langsamer bewegt es sich für einen ruhenden Beobachter durch die Zeit. Diese Relation wird mit dem sogenannten Lorentz-Faktor quantifiziert, der durch folgende Gleichung definiert ist. Zweitens schrumpft die Länge eines bewegten Objekts gemessen von einem ruhenden Beobachter um denselben Faktor. Bei 86,6% der Lichtgeschwindigkeit beträgt der Lorentz-Faktor 2. Das heißt, die Zeit an Bord des Raumschiffs vergeht nur halb so schnell. Natürlich bemerkt Stella nicht, dass die Zeit langsamer wird, da sich alle zeitlichen Abläufe auf dem Schiff verlangsamen. So auch die Uhren und elektrischen Geräte sowie Stellas biologische Prozesse, einschließlich ihrer Alterung und ihrer Wahrnehmung der Zeit. Lediglich ein Beobachter in einem inertialen oder nicht beschleunigenden Bezugssystem würde merken, dass die Zeit für Stella langsamer vergeht, wie etwa Terra auf der Erde. Daraus schließt Terra, dass sie älter sein wird als Stella, wenn sie sich wiedersehen. Aber das ist nur eine Betrachtungsweise. Da jede Bewegung relativ ist, argumentiert Stella, dass genauso gut ihr Raumschiff stillstehen könnte, während sich der Rest des Universums einschließlich Terra um sie herum bewegt. In diesem Fall würde die Zeit für Terra halb so schnell vergehen, sodass Stella am Ende der ältere Zwilling wäre. Da sie nicht beide älter als die andere sein können, stellt sich die Frage, wer von ihnen recht hat. Dieser Widerspruch wird Zwillingsparadoxon genannt. Aber es ist eigentlich kein Paradoxon, sondern zeigt nur, wie leicht die spezielle Relativitätstheorie missverstanden werden kann. Um ihre Theorien in Echtzeit zu testen, wollen beide Zwillinge jedes Mal einander einen Lichtblitz zusenden, wenn für sie ein Jahr vergangen ist. Im Gegensatz zu allem anderen ist die Lichtgeschwindigkeit immer konstant, unabhängig vom Beobachter. Ein Lichtsignal von der Erde hat die gleiche gemessene Geschwindigkeit wie ein Lichtsignal vom Raumschiff, egal ob dieses sich auf dem Hin- oder Rückweg befindet. Wenn nun ein Zwilling ein Lichtsignal sieht, zeigt es an, wie lange ein Jahr für den anderen Zwilling gedauert hat, plus die Zeit, die das Licht für die Entfernung benötigt. Das Ganze lässt sich mit einem Diagramm verdeutlichen. Die X-Achse zeigt die Entfernung von der Erde und die Y-Achse die verstrichene Zeit. Terras Weg ist einfach eine vertikale Linie, da die Entfernung immer gleich Null bleibt und jeder Strich auf der Linie entspricht einem Jahr aus ihrer Perspektive. Stellas Weg führt vom selben Ursprung zu einem Punkt, der 11,5 Jahre in der Zeit und 10 Lichtjahre weit von Terra entfernt ist, bis er nach 23 Jahren wieder bei Null ankommt. Nach genau einem Jahr sendet Terra ein Lichtsignal von der Erde zu Stellas Raumschiff. Da das Licht für ein Lichtjahr genau ein Jahr braucht, ist sein Weg eine Diagonale mit 45 Grad Winkel. Und weil Stella sich von ihr entfernt, vergehen bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Licht sie einholt, über 7 Jahre für Terra und über 4 für Stella. Bis Stella Terras zweites Lichtsignal sieht, ist sie bereits auf dem Rückweg. Da sie sich jetzt aber auf die Lichtquelle zubewegt, beobachtet sie die nächsten Signale in viel kürzeren Abständen. Das heißt, dass Terra aus Stellas Sicht während der ersten Hälfte ihrer Reise langsam altert und in der zweiten Hälfte schnell. Für Stella wiederum scheint es, als ob sich Terra, der Zielstern, und das ganze Universum um sie herum bewegen. Aufgrund der Längenkontraktion sieht es für Stella so aus, als würde sich die Entfernung zwischen ihnen halbieren. Das bedeutet, dass Hin- und Rückweg aus Stellas Sicht jeweils nur etwa 6 Jahre dauern. Wenn sie das erste Signal zur Erde sendet, sind für Terra 2 Jahre vergangen. Während der Hinreise sendet Stella noch 4 weitere Signale, jedes davon aus größerer Entfernung. Wenn Terra den ersten Impuls von Stellas Heimreise sieht, sind für sie über 21 Jahre vergangen. Ab da empfängt Terra dann jedoch mehrere Lichtsignale pro Jahr. So altert Stella für Terra während knapp 90% der 23 Jahre langsam und während der letzten 10% schnell. Diese Asymmetrie ist der Grund, warum das Paradoxon nicht wirklich eines ist. Obwohl beide erleben, wie sich die Zeit für die jeweils andere mal beschleunigt und mal verlangsamt, beobachtet Stella eine gleichmäßige Aufteilung,
während Stella für Terra die meiste Zeit langsam altert. Dies deckt sich mit den Messungen der Zwillinge für die Reise ins All, die von der Erde aus betrachtet 23 Jahre dauert, an Bord des Schiffes jedoch nur 11,5. Wenn sich die Zwillinge wiedersehen, ist Terra 43 Jahre alt und Stella 31. Stellas Fehler lag in der Annahme, dass sie und Terra behaupten können, inertiale Beobachterinnen zu sein. Als Inertialbeobachter muss man eine konstante Geschwindigkeit und Richtung relativ zum Rest des Universums haben. Terra befand sich die ganze Zeit über im Stillstand. Ihre Geschwindigkeit war also konstant null. Da Stella die Richtung ändern musste, änderte sich auch ihr Bezugssystem. Terra und Stella verstehen jetzt beide besser, wie die Raumzeit funktioniert. Und als Zwillinge mit 11 Jahren Altersunterschied sind sie ein Paradebeispiel für die spezielle Relativitätstheorie. Du willst bekannte Paradoxa verstehen? In diesem Video lernst du Schrödingers Katze kennen, die Hauptfigur eines ziemlich kniffligen Gedankenexperiments. Und wenn du schon mal da bist, abonniere unseren Kanal, um noch mehr zu lernen.